Ja, hallo zusammen. Als nächstes gucken wir uns die sogenannte Grenzrate der Substitution an. Wir haben wieder eine implizit durch eine Gleichung definierte Funktion. Sagen wir, wir haben eine Funktion L, ist eine Funktion von k, wie wir das im vorangegangenen Beispiel auch hatten. Und diese Funktion ist durch die Gleichung groß f von k und L gleich 0 implizit definiert. Ja, und wenn das jetzt wieder so eine Produktionsfunktion ist, eine Isoquante von einer Produktionsfunktion, dann ist es doch üblicherweise so, dass eine Produktionsfunktion als Isoquanten irgendwelche so fallende Kurven hat. Ja, wenn ich von dem einen Input, sagen wir von dem k, mehr einsetze, dann kann ich von dem anderen Input L weniger einsetzen, um das auszugleichen. Und umgekehrt, wenn ich von k weniger einsetze, dann muss ich mehr von L einsetzen, um das auszugleichen. Also üblicherweise haben wir da so fallende Funktionen bei den Isoquanten, wenn man den einen Input als Funktion des anderen Inputs hinschreibt. Und da können wir die Ableitung ausrechnen. Also wenn wir zum Beispiel mal L nach k ableiten, dann können wir das ja machen über den Satz für die Ableitung der implizit definierten Funktion. Das ist f abgeleitet nach k geteilt durch f abgeleitet nach L. Und natürlich beides an der Stelle L und k. Ja, und diese Ableitung ist in der Regel bei so Produktionsfunktionen negativ. Und deswegen hat man dann den Betrag davon definiert als sogenannte Grenzrate der Substitution. Es gibt auch manche Leute, die nehmen nicht den Betrag, sondern einfach nur die Ableitung, um die Grenzrate der Substitution zu definieren. Wir machen das so mit dem Betrag. Ja, und dann kommt da eine Zahl raus, zum Beispiel 1. Dann wissen wir, wenn wir eine Einheit von k mehr einsetzen, dann können wir eine Einheit von L weniger einsetzen, um das auszugleichen. Ja, also wenn da plus 1 rauskommt, heißt das natürlich trotzdem, wenn wir eine Einheit von k mehr einsetzen, wir müssen uns ja überlegen, da steht ja üblicherweise dann noch ein Minus, dann kommt die positive Zahl, die da rauskommt bei der Grenzrate der Substitution, so viel können wir dann von dem anderen Input weniger einsetzen. Ja, das muss man dann immer noch mitdenken. Es wird halt üblicherweise die Grenzrate der Substitution so als Betrag der Ableitung definiert und das muss man dann immer noch berücksichtigen. Ja, rechnen wir dafür mal ein Beispiel aus. Und wir hatten ja im vorangegangenen Video die Cobb-Douglas-Funktion uns angesehen. Und das können wir wieder machen. Also c ist a hoch Alpha mal l hoch Beta minus y0 ist gleich 0. Da habe ich jetzt die Isoquante schon mal nach 0 aufgelöst. Und die linke Seite ist jetzt groß f von k und l. Das ist jetzt groß f von k und l. Und dann können wir die Grenzrate der Substitution ausrechnen. Das ist dann minus die partielle Ableitung von f nach k. K hoch Alpha abgeleitet ist Alpha mal k hoch Alpha minus 1 mal die Konstante c mal die Konstante L hoch Beta, wenn ich nach k ableite. Und das y0 ist ja eine Konstante, nach k abgeleitet ist 0. Und im Nenner brauche ich die partielle Ableitung nach L. Da muss ich also L hoch Beta ableiten. Das ist Beta mal L hoch Beta minus 1. Und die Konstante C und die Konstante K hoch Alpha bleibt natürlich unverändert stehen, da die ja multipliziert werden. Ja, dann kann ich das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Das C kürzt sich weg. Dann haben wir im Zähler das K hoch Alpha minus 1 und im Nenner K hoch Alpha stehen. Das heißt, wir können da k hoch Alpha minus 1 kürzen und dann bleibt im Nenner noch ein k übrig. Und im Zähler das L hoch Beta und im Nenner das L hoch Beta minus 1, da können wir L hoch Beta minus 1 wegkürzen und dann bleibt im Zähler noch ein L übrig. Dann bleibt noch das Alpha im Zähler und das Beta im Nenner übrig. Dann haben wir noch ein Minuszeichen da stehen und dann müssen wir davon den Betrag nehmen. Ja, dann war es ja so, bei der Cobb-Douglas-Funktion war ja das c, das Alpha und das Beta waren alles Konstanten, die größer als 0 sind. Das heißt also, wir haben jetzt hier stehen das k und das l, das sind beides Mengen, die größer 0 sind. Das Alpha und das Beta ist auch größer 0. Das heißt, der Bruch ist auf jeden Fall schon mal größer 0 und mit dem Minuszeichen ist der Ausdruck dann auf jeden Fall negativ.
Das heißt, wenn wir die Betragsstriche weglassen wollen, dann müssen wir auch das Minuszeichen weglassen, dann haben wir da auf jeden Fall was Positives stehen. Dann kriegen wir also raus Alpha durch Beta mal L durch K. Ja, und Alpha durch Beta ist eine Konstante, also sehen wir doch, die Grenzrate der Substitution ist eine Zahl mal L durch K. Und L durch K ist das Faktoreinsatzverhältnis, also das Verhältnis von L geteilt durch K. Und was wir jetzt wissen ist doch, die Grenzrate der Substitution ist eine Zahl mal das Faktoreinsatzverhältnis. Und je größer das Faktoreinsatzverhältnis ist, desto stärker ist die Steigung der Isoquante. Desto schwieriger lässt sich der eine Input, von dem wir eh schon wenig einsetzen, durch den anderen Input ersetzen. Ja, das können wir uns hier an dem Bildchen nochmal ansehen. Also wenn wir zum Beispiel an dieser Stelle hier sind, da haben wir zum Beispiel die Ableitung minus 1 vielleicht. Da ist hier das K und das L jeweils gleich 1. Da ist das Faktoreinsatzverhältnis L durch K 1 durch 1. Ja, wenn wir da ein bisschen weniger von K einsetzen, also zum Beispiel 0,1 Einheit weniger von K, dann können wir das ausgleichen, indem wir 0,1 Einheit von L mehr einsetzen. Ja, in dem Fall ist ja die Grenzrate der Substitution, die Steigung ist vielleicht da ungefähr minus 1, also ist die Grenzrate der Substitution 1. Wenn allerdings das Faktoreinsatzverhältnis schon viel größer ist, zum Beispiel an diesem Punkt hier, da ist vielleicht das K gleich 1/3 und das L gleich 3. Das heißt, da haben wir als Faktoreinsatzverhältnis L durch K 3 durch 1/3 stehen. Das ist also 9. Da haben wir eine viel extremere Steigung. Wenn wir da ein bisschen weniger von K einsetzen wollen, dann müssen wir schon viel, viel mehr von L einsetzen, um das zu substituieren. Da sehen wir doch, die Grenzrate der Substitution. Der Betrag der Steigung ist da ziemlich extrem, weil das Faktoreinsatzverhältnis so groß ist, weil wir halt diesen Zusammenhang haben. Die Grenzrate der Substitution, der Betrag der Steigung, ist eine Zahl mal das Faktoreinsatzverhältnis. Und wenn das Faktoreinsatzverhältnis groß ist, ist die Steigung groß oder wegen dem Minus dann halt stark negativ. Ja, und so einen schönen Zusammenhang kriegen wir raus, weil wir jetzt mit der Cobb-Douglas-Funktion, obwohl wir eigentlich ja nicht müssten, die Ableitung auf diese Weise über den Satz, über die Ableitung der implizit definierten Funktion berechnet haben. Ja, wir hatten ja im vorangegangenen Video gesehen, wir konnten ja die Gleichung nach L auflösen und konnten eigentlich die Ableitung auch ganz normal ausrechnen. Aber das bringt uns jetzt hier wirklich weiter und dann haben wir diesen schönen Zusammenhang, dass die Grenzrate der Substitution eine Konstante mal das Faktoreinsatzverhältnis ist. Also je größer das Faktoreinsatzverhältnis ist, desto schwieriger lässt sich noch ein bisschen mehr von K durch L substituieren. Ja, und solche Zusammenhänge möchte man natürlich gerne haben. Bis bald!